Mein Name ist Johannes Fontner und aktuell befinde ich mich im dritten Semester im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Fernefah. Beruflich tätig bin ich bei BWC in der Wirtschaftsprüfung. Die Beweggründe oder eigentlich der Beweggrund war für mich, dass ich das Ganze berufsbegleitet absolvieren kann. Ein Fernstudium bietet mir einfach die Flexibilität und die Möglichkeit, Beruf, Studium, Hobbys und Familie unter einem Hut zu bringen, und das war mir eigentlich wichtig. Ausschlaggebend, warum ich mich für die Fernefah entschieden habe, waren drei Gründe. Einerseits, wie schon erwähnt, die Flexibilität, zu jeder Uhrzeit und an jedem Ort lernen zu können. Andererseits, einen praxisnahen, kostengünstigen und sehr interessanten Studiengang absolvieren zu können. Und natürlich hat die Fernefah auch einen ausgezeichneten Fachhochschulenruf. Also grundsätzlich finde ich die Kombination zwischen Betriebswirtschaft und IT sehr spannend. Der Schwerpunkt in meinem Berufsalltag ist zwar sehr wirtschaftsbezogen, persönlich finde ich aber einfach die Informatik sehr spannend und ich sehe das Studium einfach als langfristiges Investment, da der Studiengang einfach am Puls der Zeit ist. Also das Studium an der Fernefah ist nach dem Prinzip des Blended Learning aufgebaut. Das heißt, man hat einerseits E-Learning und Präsenzphasen. Während der Fernstudienphasen kann man sich sein Lernpensum frei einteilen. Man hat rund um die Uhr Zugriff auf die Lernmaterialien, Foren, Podcasts und Videos und kann dementsprechend flexibel lernen. An den Präsenzphasen, die dreimal im Semester stattfinden, jeweils Freitag und Samstag, hat man dann seine Projektpräsentationen und Prüfungen. Neben einer gewissen Selbstorganisation und Zeitmanagement setze ich sehr auf das Pareto-Prinzip. Das bedeutet, ich versuche mit ungefähr 20% ca. 80% der Ergebnisse zu bekommen. Ich denke, Perfektionismus oder Detailverliebtheit kann dazu führen, dass man Deadlines und Fristen nicht einhalten kann. Also einerseits finde ich den Austausch mit den Studienkollegen und Kolleginnen sehr spannend. Jeder hat unterschiedliche Berufserfahrungen, Ziele und Vorstellungen und ich denke, man kann einfach von den Erfahrungen und Erzählungen von den anderen sehr profitieren. Andererseits gibt es sehr kompetente Lehrkräfte an der Fernefah, die man zu jeder Zeit kontaktieren kann und man erhält eigentlich in der Regel immer eine sehr schnelle Antwort. Aufgrund der fundamentalen Inhalte, die man gelehrt bekommt, ist es mir möglich, viel vernetzter und fachübergreifender zu denken. Das ist schwierig zu erklären, denn man denkt nun an Dinge, an die man vorher noch nie gedacht hat, weil man sie natürlich noch nie gehört hat. Und das hilft mir einfach, Prozesse besser zu verstehen oder auch kritischer zu hinterfragen. Und das ist in meinem Beruf in der Wirtschaftsprüfung sehr wichtig. Andererseits bekommt man sehr viele neue Impulse mit, wie zum Beispiel Data Science. Und diese Impulse helfen mir, bei anderen Projekten bei meinem Arbeitgeber mitzuwirken. Also wenn ich mich auf einen Tipp beschränke, dann würde ich empfehlen, sich mit den zukünftigen Studienkollegen und Kolleginnen intensiv auszutauschen. Denn es wird nie wieder so einfach sein, mit so vielen unterschiedlichen und interessanten Persönlichkeiten in Kontakt zu treten. Ich denke, ein Studium sollte auch dazu dienen, um langfristige Freundschaften aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und eine Art Netzwerk aufzubauen. Denn was bringt einem einen Masterabschluss, wenn man diesen Erfolg mit niemandem anderen teilen kann? Das wäre so mein Abschlusstipp für die Studienanfänger.